Naja, naja, naja. So, Mensch, die Zeit schon fast rumgequatscht. Jetzt kommen wir wieder zu Final Fantasy VIII zurück. Das müsste jetzt die Nummer 17 gewesen sein. Fehlen also noch 18, 19, 20. Und der König. Also noch drei Gegner. Ich hoffe, es klappt ungefähr alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Punkt. Ich hoffe, es klappt einfach so alles, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie gesagt, nicht, dass ich dann, dass es sich aus irgendeinem Grund über die Jahre geändert hat und ich doch nicht rausgehen darf und speichern, weil ich bin mir ja sehr sicher, dass ich bei mindestens drei Playthroughs das genauso gemacht habe. Ich bin rausgegangen vorher, hab gespeichert, hab dann noch meine paar Thornberries besiegt und bin dann gegen den König angetreten. Hoppala. So. Und das wird diesmal genauso gut funktionieren, glaubt mir. So. Aber vor den Erfolg hat Gott den Fleiß gesetzt. Dementsprechend verprügle ich ja immer noch weiterhin diese süßen kleinen Thornberries. Bis denn endlich der große Bruder kommt. So, was gibt's noch zu erzählen? Außer Spielen gibt's noch das große Thema Filme. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Nerd. Muss man so sagen, stehe ich auch absolut dazu. Ich bin 99% meiner Freizeit bin ich zu Hause. Und das ist einfach mein Leben, das finde ich gut so. Wäre es nicht total abgespaced und süchtig nach dem ganzen Zeug, also WoW-Sucht und so, das war ich noch nie. Gehe trotzdem mit, also bin früher zumindest, als ich noch in der alten Heimat gewohnt habe, bin ich ständig mit meinen Freunden umhergegangen und abgehangen und sonst was. Und auch jetzt hatte ich keine Probleme damit, wenn die Leute sagen, Mensch, lass uns mal wieder treffen und so, sofort wäre ich dabei, weil Freunde spielen auf jeden Fall noch eine größere Rolle als irgendwelche Spiele und virtuelle Welten. Aber da ich eben mit meinem allerbesten Kumpel auf Lebenszeit zusammenwohne, den ich schon aus dem Kindergarten kenne, habe ich meinen besten Kumpel quasi immer direkt in meiner Nähe. Und dementsprechend hängen wir rum und zocken. Denn zocken ist das Größte. So. Genau, Filme. Wir haben auch eine riesen Filmbibliothek. Die steht gerade hinter mir. Nicht bloß gerade, die steht sonst auch immer hinter mir. dort haben wir zwei riesige Regale voller Filme. Die gehören alle meinem Mitbewohner, weil der ist so mehr der Filmfreak. Und hat eben auch selbst privat so mit Filmen zu tun. Ist eben medientechnischer Gestalter. Arbeitet auch in einem Bluescreen-Studio. Quasi so nebenbei. Ehrenamtlich, wenn man so möchte. Einfach so aus Spaß. Und ja, das ist so sein Lebenswerk. Jo. Ansonsten, wir gucken momentan die ganzen Episoden von The Big Bang Theory. Wir haben ja einen schönen Festplatten-DVD-Rekorder und da momentan endlich mal wieder Big Bang Theory sogar in der zweiten Staffel im Fernsehen läuft auf Pro7. Nehmen wir die jeden Tag auf. Es läuft, glaube ich, so gegen 11 Uhr mittags. Und die nehmen wir auf und ziehen sie uns dann abends immer mal rein. Eine großartige Serie. Also absolut geil. Vor allem kann man sich so mit identifizieren. Ich bin zwar nicht so ein Genius wie die Leute, die da mitspielen. Also nicht die da mitspielen. Die da gespielt werden quasi. Also Sheldon. Ja, mehr Namen fällt mir nicht ein. Sheldon, Raj, Leonard und der vierte fällt mir nicht ein. Tut mir leid. Also, ich bin nicht so schlau, aber auf jeden Fall so nerdig. Und manchmal eben kommt es so vor, wenn man uns hier von außen betrachten würde, unsere kleine WG, als würden wir direkt aus dieser Serie entstammen. So, das müsste jetzt 19 gewesen sein oder 20. Na gut, 20 nicht, wenn ich nach meiner Rechnung gehe. So muss sagen.
Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ja. Squall macht eh am wenigsten Schaden von uns allen. Deshalb booste ich ihn jetzt voll. Denn ich dürfte mich dem Ende nähern. Ich habe so das Gefühl, der nächste oder vielleicht der übernächste, wenn ich die verhauen habe, die kleinen Tomberries, dann rennen die zu ihrem großen Bruder und ich darf gegen den König antreten. Tja, wenn ich da noch einen finde. Doch, da ist noch einer. So, ich bin gespannt. Oh, sogar eine Chance auf Erschlag. Aber das Glück ist mir immer noch nicht hold, dass ich dann mal dass hier Odin kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob jemals bei Tomberry bei mir Odin gekommen ist. Kann sein, dass er da gar nicht funktioniert. Warum auch immer. Wie gesagt, vielleicht ein Zuhörer-Glücksfaktor auf der Gegenseite. Oder einfach Odin stammt aus den Zentralruinen, genau wie die Tomberries, und die greifen sich einfach nicht gegenseitig an. Das kann ja auch gut möglich sein. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist bisher noch keiner gekommen. So. Mal gucken, ob ich noch Meteorwaffen kriege. Das wäre natürlich cremig. Nee, natürlich nicht. So, Stahlmuni. Genau, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber diese Limit Breaks haben Vorrang vor allen anderen Attacken. Das heißt, ihr habt ja gesehen, dass ich eigentlich Squall zuerst angreifen habe lassen und jetzt erst im Nachhinein... Na? Nee, schade. Und erst im Nachhinein Irvine den Limit Break aktiviert habe. Aber da der Limit Break eben eine höhere Priorität hat, kam er zuerst. Was ja auch von Vorteil war. Ansonsten hätte ich mir noch... Sonst hätte Squall noch eine ganz normale Attacke gemacht, die ja gar nicht nötig gewesen wäre. So. Dann jetzt vielleicht nach diesem hier. Noch eine Chance auf Erschlag. Mensch, irgendwie möchte jetzt aber auch jemand da oben, dass ich hinmache. Und mit da oben meine ich, innerhalb meines Computers. So. Ja, langsam gehen mir nämlich auch die Themen aus. Weil ich kann auch Ewigkeiten über Socken reden, so ist nicht. Dann mache ich das doch mal. Ein Spiel, was ich jedem Metal Gear-Liebhaber ans Herz legen möchte. Noch schnell so auf dem Weg, habt ihr vielleicht auch kurz meine Liste gesehen, was ich gerade zocke, ist Policenauts. Policenauts ist eines der Erstlingswerke von Hideo Kojima, dem Macher von Metal Gear. Und ist ein absolut geniales Cineastic Adventure. Im Weltraum. Mit Polizisten. Das sollte schon alles sagen. So. Ja, wie gesagt, sehr, sehr cooles Adventure. Kauft euch das Original bei eBay. Das Original gibt es auf Japanisch, aber keine Sorge, ihr könnt euch die ISOs davon ziehen. Und es gibt ein English-Patch quasi. Also es hat sich mal wirklich eine Gruppe aus Modern oder sonst was daran gemacht. Ich speichere jetzt übrigens nochmal, wundert euch nicht. Eine Gruppe von Modern und sonst was hat sich daran gemacht, dieses Spiel auch komplett in Englisch zu übersetzen, weil es wirklich so episch geil ist, dass es auch wirklich nötig war. Ansonsten wären so Leute wie ich niemals in den Genuss gekommen, dieses Spiel durchspielen zu können. Das ist wirklich großartig. Eine schöne Geschichte. Wie gesagt, Gameplay ist ein bisschen mehr im Hintergrund. Es geht eben mehr darum, eben dieses Erlebnis zu haben. Wie gesagt, so wie es eben bei Metal Gear auch ist, so teilweise, dass eben das Spiel sehr, sehr viel von seiner Story lebt und von den Zwischensequenzen. So ist es auch in Policenauts. Und wirklich ziemlich großartig. Ziemlich cool. Hat sehr viel Charme und Flair. Das sehe ich übrigens gerade, weil ich es hier sehe, von meinem Platz aus. Liegt darum im Original. Übrigens, das Original hat mich bei eBay, ich glaube, 20 Euro inklusive Porto, Import aus Japan gekostet. Und sogar noch in einer Edition. Also sowas habt ihr noch nicht erlebt. Also ich weiß nicht, ob in Japan alle Spiele so waren.
aber die Qualität ist richtig großartig. Also unter jeder CD liegt noch sowas wie ein Schwamm. Einfach, dass die CD keinen Schaden nehmen kann, wenn man sie wieder zurück in die Hülle packt. Dann ist ein kleines Poster da mit drin, also es ist wirklich geil. Es ist eine Bonus-CD mit drin. Ich weiß nicht, ob es jetzt an meiner Version liegt oder ob die einfach immer mit dabei war. Aber wirklich, diese Edition für den Preis, also absolut geil. Kriegt man, wie gesagt, wie ihr schon hört, ziemlich billig momentan. Weiß nicht, warum das nicht so gefragt ist. Ist eben noch ein Geheimtipp vielleicht. Wird es vielleicht auch immer bleiben. Und ihr könnt einfach mit dabei sein, indem ihr euch einfach das kauft, wenn ihr möchtet. Was ihr dazu braucht, habt ihr gerade vor euch, nämlich einen Rechner. Da ladet ihr euch einen PlayStation-Emulator runter. Holt euch noch ein Programm, womit ihr ISOs von CDs ziehen könnt, wie zum Beispiel ImageBurn, also IMGBurn. Das ist mein Favorit. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Mehr braucht ihr nicht, um dieses epische Spiel spielen zu können. Oh, da ist er, da ist er. Yay, yay, yay.